Weiter geht's mit Army Card DS. Diesmal mit dem letzten Cup. Und dann nehme ich jetzt direkt mal Dry Bones, weil ich Dry Bones liebe. Im Spiny Speeder, weil ich das Card von der Idee her gut finde. Und halt, es sieht doch eigentlich ganz cool aus. Dass man auch so fliegt, das ist schon nice. Ich finde das Kamek-Card zwar auch ganz gut. Einfach runtergekickt. Lanky übertreibt wieder mal. Oh fuck. Ah man. Wie viele Frames sind das? 10? Die Abkürzung kann ich wieder mal probieren. Schade, dass hier die GBA Rainbow World nicht dabei ist. Weil das sind jetzt gerade nur Rainbow Worlds in diesem Cup. Die vom GBA, die wird eigentlich ziemlich cool. Wären da zwar zwei Flat Tracks gewesen. Also flache Strecken ohne Höhe. Aber da hätte man vielleicht eher die SNES-Strecke rausstreichen sollen, weil wenn ich ehrlich bin, die habe ich jetzt schon zu oft gesehen. Wie oft wurde die remaked? Dreimal? Mario Kart 7, Mario Kart Super Circuit und Mario Kart 8. Wobei ich bei Mario Kart 8 so das Gefühl hatte, die Strecke war eher dazu da, um schnell noch eine Lücke zu füllen. Beim DLC. Aber, das weiß ich schon. Ah fuck, Junge, ich habe den Boost nicht hinbekommen, deswegen bin ich da runtergefahren. Ja, ich habe es tatsächlich mit Knochentrocken den Boost nicht hinbekommen. Man schafft das mit Driftboost dort. Und irgendwie fallen die CPUs ziemlich oft runter und ich auch. Ich glaube, wir haben hier ein kleines Problem schon bei der Strecke. Junge. So, jetzt die N64 Rainbow Road. Ich glaube, das ist sogar die Mario Kart 8 Version, aber ich bin mir nicht sicher. Müsste ich dann nachgucken. Oder warte, ist das... Ah... Doch, müsste Mario Kart 8 Version sein, oder? Bin mir aber nicht sicher. Zack. Hier sind es auch wieder zwei Runden. Und das dauert ziemlich lange hier. Bei Mario Kart 64 hat es noch länger gedauert, halt. Weil es da drei Runden waren, aber. Ah, fuck. Jemand ist nur ein Item gefahren. Ach, Mann! So. Lass mich in Ruhe, Fox. Wir wissen beide, dass ich besser bin. Die Musik ist schon cool auf dem Track. Also auf der Strecke. Das müsste jetzt Runde 1 gewesen sein, oder? Oder noch nicht ganz? Noch nicht ganz, okay. Doch, hier ist das Ziel. Aber es gibt noch eine Runde. Au. So, wo ist der Boost hier? Mann. Ich hatte schon Angst, die rote kommt jetzt wieder zurück. Das ist was bei Mario Kart DS öfter passiert. Dass die rote an dir vorbeifährt, dann kommt sie aber wieder zurück. Au. So,
So. Und diesmal ist die rote nicht an mir vorbei und wieder zurück. Also an dem Item vorbei hinten, meine ich. Zurück ist die ja nie bisher. So, das müsste bald geschafft sein. Ich erkenne leider den Abstand nicht, weil die Strecke so verknotet ist. Die Leute waren da vorne. Also die Boost-Panels habe ich bisher noch nicht gesehen dort. Auf zur nächsten Strecke. Der Wii-Strecke. Stimmt. Ich habe es ja schon mal gespielt, aber ich hatte gerade vergessen, welche Strecke jetzt kam. Was war die Wii-Strecke? Ich würde sogar behaupten, das ist eine der schwierigsten. Zumindest hatte ich mit der so die meisten Probleme. Im Originalteil. Schade halt, dass bei Mario Kart DS hier man nicht so hoch springen kann. Warum auch immer ich das jetzt zeigen musste. Ah, komm, jetzt bin ich ganz hinten und es laggt. Ach. Nein. Das ist wirklich eine ganz schlechte Stelle jetzt dafür. Gut. So, roter Panzer. Viel Spaß. Fliegt sonst wohin? Okay. Kann man natürlich auch machen, muss man aber nicht. Zack. Hier bin ich schon mal auf drunter gefahren beim Originalteil. Wenn man da irgendwie so eine komische Gravity hat. Ach, alle gingen vorbei, das gibt's ja nicht. Aber ich habe einen Chat wieder anders getroffen. Also diesmal fahre ich hier nicht an der Seite hoch. Gut. Ja, Knochentrocken ist halt der langsamste Charakter. Wegen seinem Driftboost wahrscheinlich. Weil der jetzt schon ziemlich hoch ist. Deswegen ist es eigentlich der optimale Snake-Charakter. Oder zumindest das Kart. Man kann ja jedes Kart mit jedem Charakter benutzen. Zumindest wenn man das Spiel durch hat. Dann schaltet man es frei. Und ich bin echt schlecht. Das muss ich echt mal. Jetzt echt mal so sagen. Oh Mann. Hä? Was war das? Ist. Oh Mann, was ist denn das? Was ist das außer unfair? Haha. Das konnte ich jetzt nicht lassen, ich musste ihn rammen. Aua. Das war Glück. Oh Mann. Pff. Ist der mit Absicht da reingefahren? Ich hätte eigentlich mal auf der anderen Seite lang fahren müssen, aber naja, jetzt ist es zu spät. Aber ich bin trotzdem aus irgendeinem Grund
Oh, jetzt werde ich hier hochgesetzt. Na gut. Das ist ein Kompromiss. Jetzt hätte ich natürlich ein Item gebraucht. Ich könnte doch Erster werden, oder? Ja. Easy. War zwar ziemlich knapp, aber easy. 4 Minuten. Holy shit. Und jetzt kommt die 3DS-Strecke. Ich würde sogar behaupten, das ist meine Lieblings-Rainbow Road. Oder zumindest, es ist die coolste, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, die aus Mario Kart 8 fand ich ziemlich lame. Also die Idee mit den Raumschiffen war zwar ziemlich gut, aber irgendwie komisch umgesetzt. Es war dann ziemlich lame dafür. Aber naja. Jetzt bin ich Letzter, das ist nicht so cool. Okay, das war eine komische Kameraansicht. Zack. Ah. Jetzt könnte es ein bisschen laggen, wenn ich die da überholen will. Bitte. Jetzt wäre mal so diese weiße Hand bzw. der Bullet Bill wäre jetzt praktisch gewesen. Oh man. Nein! Oh. Ich werde jetzt hier nicht Letzter, Junge. Es ist noch Zeit, wobei, nee, hier ist es dann gleich vorbei, nicht? Easy. Ich kann noch Erster werden. Wobei, so viel Vorsprung hat mir das jetzt gar nicht mal gebracht. Nein! Okay, das war's. Wäre ich da jetzt nicht runtergekickt worden, hätte jetzt noch was werden können, aber so. Ich brauche Bullet Bill, ich brauche Bullet Bill. Alle weg. Ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Soll ich einfach voll drauf gehen? Volles Risiko? Komm, Zweiter, bitte. Easy. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Da haben wir doch noch eine Abkürzung gesehen. So fälschlicherweise könnte man jetzt annehmen, dass es der letzte Part ist. Aber das stimmt nicht. Es gibt nämlich noch Battle Courses und den Scenic Modus. Werde ich beide noch zeigen. Und ja, dann bis zum nächsten Part.